Hallo Internet, hier ist wieder Bacon Zack für euch und willkommen zu meiner neuesten One Piece Kapitelbeschreibung. Dieses Mal zum Kapitel 977. Bevor ihr mir das in den Kommentaren sagt oder falls ihr es noch gar nicht mitbekommen habt, nächste Woche ist Pause wieder. Da erscheint die Jump generell nicht. Das hat wohl was mit Corona zu tun. Und anschließend darauf ist auch die Golden Week in Japan, wo normalerweise immer, oder bald ist dann die Golden Week, wo normalerweise in Japan immer frei ist. Deswegen müssen wir mal sehen, wann wir das nächste Kapitel kriegen. Aber ich überlege mir sicherlich was für die Zeit zum Überbrücken bis dahin. So, 977. Tatsächlich treffen sich Loda und Chiffon, die beiden Schwestern, die Zwillinge aus Big Moms Familie. Lola haben wir hier auf der Thriller Bark das erste Mal kennengelernt und Chiffon, ja, die war ja halt auf Whole Cake Island wieder da und ja, ist doch schön, dass die beiden Schwestern sich jetzt mal wieder treffen. Ne? So, aber das Kapitel, das ist, also, Oda liefert im Moment echt ab. So, ich habe, was Wano angeht, habe ich echt vorher immer gemischte Gefühle gehabt, aber jetzt finde ich das echt gerade richtig, richtig geil, was er macht. Moment. So. Ups. Nicht das Mikrofon weghauen. genau. So, die Schlacht geht weiter. Wir sehen die sind auf hoher See und es ist so nice hier zu sehen, die Strohhüte, wie sie sich alle freuen, dass Jimbe endlich am Start ist. Ich habe mich ja letzte Woche schon ziemlich drüber gefreut, dass Jimbe jetzt mit dabei ist. Und hier sehen wir auch, dass die gesamten Strohhüte sich freuen. Im Prinzip alle sind drauf abgebildet, plus Carrot. So, ich weiß nicht, ob Carrot tatsächlich nicht doch noch den Strohhüten joint. Ob Oda nicht vielleicht den Move macht, dass er sagt, nach Wano ist die Bande wirklich komplett mit Jinbei und Carrot ist jetzt auch mit dabei. Und vielleicht kommt Momonosuke als Kabinenjunge mit oder so. Aber ich finde es halt interessant oder bezeichnend, dass er auf diesem Bild hier, wo man alle Strohhüte sieht, wie sie sich freuen, dass Jinbei am Start ist, dass er Carrot da so mit reinnimmt und auch so zentral. Ja, es bleibt spannend. Mal sehen, was er mit Carrot noch so vorhat. Er sagt auch von wegen, ja, super, super, dass es hier, dass ich am Start bin. Und Frankie direkt, sag mal, nicht darauf eintrinken? So direkt das Gesicht dazu, finde ich herrlich. Und alle, ja, geil, Mann, lass saufen. Dass Jimbei jetzt dabei ist, wir müssen darauf anstoßen. Also typisches Piraten-Ding, finde ich sehr cool. Und dann sieht man hier, Kinemon versucht sich irgendwie mit den Strohhüten abzusprechen auf Laws Schiff. Und da kommt tatsächlich nochmal Shishilian, den wir auch auf Zug das erste Mal kennengelernt haben, kommt mit dazu. Der sagt hier halt zu Inurashi von wegen, hey, du bist ja jetzt einer von den roten Scheiden, deswegen kannst du die Minks jetzt in dieser Schlacht nicht anführen, lass mich das mal machen. Und er sagt, ja, okay, passt, ist cool, machen wir so. Und Hyogoro aus dem Knast von Wano, der ja früher der, wenn du so willst, Yakuza-Boss war, der nimmt sich halt diese Streitkräfte der normalen Samurai an, finde ich auch sehr gut. Und es geht darum, halt den Plan zu entwickeln. Vorne sind halt hier diese Tore. Hier sehen wir nochmal die Insel Onigashima. Das ist hier drinnen in diesem riesigen Totenschädel, ist das Schloss von Kaido. Und da müssen sie rein und da müssen sie richtig Rabatz machen. Hier ist dieses Tor, wo sie erstmal drum herum segeln müssen, weil hier befinden sich auch noch Streitkräfte, aber dazu gleich nochmal was. Das ist hier das Zentrum und dann kann man von links und rechts rum. Und von hinten ist auch noch ein Tor. Und ich finde es richtig geil, dass hier in den Erklärungen halt Law quasi mit einkalkuliert, dass Zoro und Ruffy und wahrscheinlich Kid, dass das einfach die absoluten Idioten sind, die mit dem Kopf durch die Wand einfach nach vorne rennen und dass der das in seinen Plan quasi, wie sie hier diese Schlacht angehen, mit einkalkuliert. Da sieht man so ein bisschen wirklich mal wieder, dass Law derjenige ist, der Pläne schmiedet. Im Prinzip ist das auch so die Klimax von Laws Handlung seit der neuen Welt, weil wir haben ihn auf Zug getroffen, auf Zug sage ich schon, auf Punk Hazard haben wir ihn das erste Mal wieder getroffen und von da an hatte er ja genau das hier zum Ziel, Doflamingo und Kaido zu stürzen. Und ich finde es cool, dass das jetzt endlich mal, ja, wie soll man sagen, dass der Kreis sich schließt. Und auch besonders cool ist es, dass Kinemon
mit auf seinem Schiff ist. Kinemon ist jetzt nicht mit den anderen unterwegs oder mit den anderen Samurai oder mit der Schnippern, nein. Er ist auf dem Schiff von Law und das ist ganz cool, weil Law ja derjenige war, der Kinemon damals zersäbelt hat mit seiner Teufelsfrucht und die Strohhüte ihn auf Punk Hazard ja erstmal wieder zusammensetzen mussten. Das finde ich ein nicer Touch, so den Oda sich da überlegt hat. Okay, und dann heißt es von wegen, ja, wir müssen da durchgehen, bla bla bla. Und der Kiyoshiro, ja, okay, das war also dieser Fake-Plan, den du den du Kanjuro gesagt hast. Wie ist jetzt der richtige Plan? Das ist richtig gut, ey. Kinemon so, ja, halt, stopp, eigentlich war das mein Plan. Und Reise nur, den beschätze ich schon wieder. Sehr schöne Reaktion, klassischer Oda-Slapstick, den wir hier sehen. Und da erklärt Lawrence dann jetzt hier, das was ich eben gerade schon angerissen habe, hier, dass er sagt, ey, wir müssen rechts rum und ich kalkuliere mit ein, dass die anderen Vollgas geben in der Mitte. Und er dann nur so, perfekt, genauso wie ich das geplant hatte, ne? Und Kiyoshi war so, oh, du bist wirklich ein bedachter Typ und du hast ja alles vorausgesehen. Das ist super Kinemon, so, ne? Und Reiso auch nur so, Reisos Gesichtsausdruck, er ist so gut, aber nur so, are you fucking kidding me? So richtig gut einfach. Richtig, richtig nice. Und dann merken sie auf einmal so, ach verdammt, wir haben ja vergessen, da ist das riesige Tor. Da sind ja noch Streitkräfte von Kaido und die müssen wir erstmal ausschalten. Ansonsten wird es richtig schwer, überhaupt nach Onigashima draufzukommen. Und ja, nee, ist nicht. Richtig geil. Man sieht einfach, wie die Strohhüte komplett im Alleingang anscheinend dieses Tor zusammenmobben. Ruffy, Bam, Jimbe, Bam, Zorro, Bam. Alle in einer richtig geilen Pose hier. Besonders cool finde ich auch, dass zumindest der hier aussieht wie so ein alter japanischer Oni, wirklich, so ein japanischer Dämon. Finde ich cool. Finde es schade, dass wir davon nicht mehr wahrscheinlich später sehen werden, weil diese Charaktere werden jetzt halt abgefrühstückt sein. Aber cool, dass Oda das so mit reingezeichnet hat. Und es geht weiter hier. Brook eist einfach mit seiner Klinge die Gegner ein. Robin zerstampft sie. Und können wir kurz appreciaten, was für eine geile Sau Sanji hier einfach ist. So alle angespannt oder gucken cool und Sanji so, hey, was ist? Zero fucks were given that day. So, er guckt da nicht mal hin, so, er raucht seine Zigarette und kickt den Typen da einfach aus dem Bild. So geil. So, ich habe so echt das Gefühl, dass Oda jetzt das wieder gut macht für Sanji-Fans, was er seit dem Timeskip mit Sanji so ein bisschen halt in die Binsen laufen lassen. Ne? Das habe ich auch schon öfters mal angesprochen, nämlich dass Sanji halt immer mehr so eine Witzfigur war, dass er nicht viel reißen konnte, dass er im Prinzip nur noch wirklich der Comic Relief war seit der neuen Welt, seit der Fischmenscheninsel und den Meerjungfrauen, ging es eigentlich mit Sanji, was seinen Coolness-Faktor angeht, nur noch bergab. Den ersten coolen Moment hatte er wieder mit Page One, selbst auf Whole Cake Island, wo man ihn retten sollte. Hat er keine Screentime richtig bekommen, um wirklich was Cooles zu machen? Nee, er hat Kuchen gebacken und war nicht als Kämpfer aktiv. Aber jetzt macht Oda das und das finde ich richtig nice. Frankie hat auch zu und dann siehst du einfach nur auf mit dieses Panel, ey. Dann siehst du so das Viking-Trio aus Lissop, Nami und Chopper so. Okay, okay. Und dann die nicht mitgekämpft haben, sagen jetzt so, ja, super, habt ihr gut gemacht. Ja, sieht bisher ganz gut aus. Ja, das war ein guter Anfang, Leute. Ja, das Team macht das hier, ne? Richtig geil einfach. Die drei Schisser, diejenigen, die das hier so kommentieren, haben nichts geleistet gerade. Haben sich nur nach hinten verzogen. Richtig gut. Aber ich glaube umso mehr, das lässt mich hoffen, dass gerade die drei Charaktere in dem Arc richtig austeilen dürfen. Weil Oda macht das halt oft, dass er gerade die drei nochmal als Schwächlinge oder so zeigt, nur damit sie später glänzen können. Bei Lysop war das auf Dressrosa so, bei Nami war das auf Whole Cake Island so und bei Chopper war das zuletzt auf der Thriller Bark so. Und ich bin da echt gespannt. Gerade Chopper muss eigentlich in der kommenden Schlacht mit diesen ganzen Bestien und den Zoan-Teufelsfruchtnutzern, da muss Chopper eigentlich richtig glänzen, weil das sind ja seine Paradegegner. Im Prinzip. Das sind ja genau die mehr oder weniger dieselbe Teufelsfrucht wie er haben. Und da muss er sich echt mal so ein bisschen beweisen, finde ich. Jedenfalls sehr schön, alle total angespannt so. Ja, übrigens das Tor, das ist schon das Torigate, das ist jetzt am Arsch, ne? Und Ruffy hier wieder mit seinem Kapitänsmantel, mega. Ich habe es im letzten Kapitel schon gesagt, ich hoffe, es bleibt. Ich hoffe, er behält jetzt diesen verdammten Kapitänsmantel. Und wie geil ist bitte dieses Panel? So, wie geil ist bitte dieses Panel? Ach so, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Ich gehe nochmal zurück, ist richtig geil. Zorro hat eine neue Superkraft. Hier. Die sagen hier von wegen, hey, wie wär's, wenn wir drauf anstoßen? Ja, klar, lass mal machen. Und Sanji so, ey, wir haben keinen Alkohol an Bord. Und Zorro,
Aber ich rieche Alkohol. So, die sind noch, weiß ich nicht, wie viele Meter von dieser scheiß Insel weg. Und dann siehst du auf einmal Zorro mit einem riesigen Pott Sake einfach. Ich hab doch gesagt, die haben hier drüben gesoffen, ne? Was für einen Geruchssinn hast du eigentlich? So, Zorro hat sein Haki erweitert. Zorro spürt nicht nur die Seele und den Atem von allen. Nein, Zorro spürt den Alkohol. Zorro spürt den Schnaps. Richtig geil. Finde ich richtig geil, dass Oda das gemacht hat. Und dieses Panel ist einfach nur pures Gold. Pures Gold. Auch cool, wie Sanji hier lässig auf dem Gegner drauf sitzt. Robin, Brooke, alle am Start hier, jetzt außer die drei Schwächlinge. Ruffy oben hier. Yeah, Kinemon, alles klar hier. Ne? Also richtig cool, richtig cool. Und da sind sie schon dabei und wollen im Prinzip anstoßen. Und alle sind auch hier voll jetzt nochmal den Motivationsboost, weil die haben gesehen, die Strohhüte haben die erste Hürde schon komplett für uns genommen. Und dann sagt Ruffy so, weißt du was? Ne, drauf geschissen, wisst ihr was? Wir machen das. Wir machen das, wenn wir die ganze Schlacht gewonnen haben. Wenn wir Big Mom in Arsch getreten haben, wenn wir Kaido in Arsch getreten haben, wenn wir richtig Rabatz gemacht haben. Dann machen wir die beste Party, die wir jemals hatten. Und ich bin total gespannt, was Oda sich dafür ausdenkt. Ich meine, keiner von uns erwartet, dass die Strohbande das jetzt nicht schafft. Klar wird das ein super harter Kampf für alle Beteiligten. Aber es geht ja, glaube ich, keiner davon aus, dass die jetzt hier verlieren. Nicht so wie auf Sabaody zum Beispiel oder auf Marineford. Das wird nicht passieren. Die werden das Ding reißen. Und ich freue mich jetzt schon zu sehen, wie Oda diese Party zeichnet. Wahrscheinlich wird das ein riesiges japanisches Sommerfestival mit Feuerwerk und diversen Fressständen und allem, was man so aus irgendwelchen anderen Animes oder wenn man schon mal in Japan war, bei so einem Festival, was man daher so kennt. So, das wird wahrscheinlich richtig, richtig nice und Oda wird sich da richtig coole Sachen ausdenken für die ganzen Charaktere. Bin ich wirklich gespannt. Und Zorro auch nur so, ja, extrem saufen danach. Franky auch, komm, lass uns das genauso machen. Und auch ein richtig cooles Detail, man sieht hier, die Kid-Piratenbande ist wieder am Start. Man sieht, glaube ich, auch das erste Mal richtig das Schiff. Die haben einen riesigen T-Rex-Schädel, also das Skelett eines T-Rex-Schädels. Ich sehe es zumindest als T-Rex an, könnte auch ein Seekönig sein. Aber ich glaube, es ist ein T-Rex. Haben die einfach als Galeonsfigur, was ich ziemlich cool finde. Und was ich richtig cool dazu noch finde, wir haben ja mitbekommen, dass Killer eigentlich in Wano war. Er war ja der Typ mit der Sichel. Das war ja wirklich ein Plot-Twist, dass der Typ mit der Sichel, der so dämlich gelacht hat, dass das in Wirklichkeit Killer von der Kid-Piratenbande war. Und der hat sich ja so geschämt für seine Lache, diese Fra-Fra-Fra-Fra-Fra. So lese ich das jetzt einfach mal. Und es ist ziemlich nice zu sehen, dass jetzt die gesamte Bande anfängt so zu lachen. So, und er sagt hier auch, now we have to be one of those cheerful pirate crews. Vorher waren sie so die richtig abgefuckten, harten Hunde, die gebrandschatzt haben, mehr oder weniger. Zumindest war das immer meine Interpretation davon. Und ja, jetzt ist es auf einmal auch hier so eine, sagen sie auf einmal, ja, jetzt müssen wir auf einmal auch eine von diesen lustigen, lachenden Piratenbanden sein. Und das machen die nur, die ganze Bande fängt genauso mit Absicht an, so dämlich zu lachen, wie Killer, einfach nur, damit Killer sich wohlfühlt wahrscheinlich und er sich nicht ausgegrenzt fühlt und er sich nicht für seine Lache schämen muss. Ey, wie nice ist das denn? So ganz ehrlich, wie nice ist das denn? Das finde ich richtig wholesome, dass Oda auch wieder so ein kleines Detail damit reinwirft. Mega cool. Und wir sehen auch schon direkt, Jinbe übernimmt jetzt hier das Steuer als Steuermann, der South Sunny. Richtig cool und Chopper ist einfach nur pretty much amazed. So, man sieht so, wie er Jinbe angafft. Einfach nur sagt, ah, Jinbe, bitte rette uns, bitte fahr unser Schiff. Sehr süß die Szene, finde ich gut. Und dann kommt nochmal der absolute Twist für Wano, wo wirklich also gar keiner mit gerechnet hat. Also deswegen sage ich auch, Oda liefert im Moment echt ab. Man sieht schemenhaft, dass die Party auf Onigashima in vollem Gange ist. Die wollen sie ja crashen, deswegen haben sie sich ja dieses Datum ausgesucht. Und Orochi geht doch davon aus, dass sein Plan zusammen mit Kanjuro funktioniert hätte und sie nichts mehr zu befürchten hätten. Aber auf einmal sagt dann so Kaido, Alter, wo ist mein Sohn? Kaidos Sohn. Und es ist das erste Mal überhaupt, dass Kaidos Sohn irgendwie erwähnt wird. Zuvor war kein einziges Mal die Rede von Kaidos Sohn. Und what the hell? Wir haben mit Ausnahme von Ace, der Sohn von Gold Roger war,
noch, ich glaube, so korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber wir haben bis auf so wirklich kleine, popelige Randcharaktere, wie jetzt irgendwie den Sohn von Senor Pink oder jetzt den Sohn von Capone Bege, der ja noch ein Baby ist, und die zigtausenden Kinder von Big Mom, mal ausgeschlossen, haben wir noch keinen einzigen Sohn eines wirklich großen Piraten gesehen, der in Erscheinung tritt, der quasi der Nachfolger, der Thronfolger von diesem Piratenerbe ist, weil Whitebeard hat all seine Kinder adoptiert, wenn ihr so wollt. Weeble gibt sich als der Sohn von Whitebeard aus, aber den Braten fresse ich immer noch nicht. Und ja, super interessant, dass Oda das auf einmal aufmacht. Und ich finde das super interessant und mega cool. Jetzt ist das Internet total am Durchdrehen, wer denn der Sohn von Kaido sein könnte. Also einer von diesen Gestalten wird höchstwahrscheinlich Kaidos Sohn sein. Man sieht jetzt nur die Füße und man sieht jetzt noch nicht, wer Kaidos Sohn ist. Ich glaube nicht zwingend, dass das jemand ist, den wir schon vorher gesehen haben in der Story. Das würde mich sehr überraschen. Aber bei Oda weiß man nie. Ich glaube eher, er hat das mit Absicht jetzt hier als Cliffhanger gemacht, um dir noch nicht zu zeigen, weil es ist auch die letzte Doppelseite, um einfach die Leute fürs nächste Kapitel richtig schön zu hypen. Aber ich bin gespannt, was für ein Charakter das sein wird. Es gibt auch einige, die sagen, hey, wie wär's denn, wenn Kaido und Big Mom zusammen ein Kind gehabt hätten, beziehungsweise Kinder, und dass Katakuri noch einen Zwillingsbruder hatte und das ist derjenige, der bei Kaido aufgezogen wurde. Solche verrückten Theorien habe ich schon alles gehört. Und ganz ehrlich, ich habe selbst die Theorie gehört, dass einer von diesen Charakteren Jin sein könnte. Kennt ihr noch Jin aus dem East Blue beim Baratie, der mit Don Creek da war? Ich warte auch, seit Jahren warte ich im Prinzip, dass Jin wieder auftaucht, weil als Okta wieder in die Story gekommen ist, war das mega geil, weil hat keiner mit gerechnet. Okta hatte ja nicht gesagt von wegen, ah, wir sehen uns später auf der Grand Line wieder. Nee, aber Jin war tatsächlich der einzige Charakter, der gesagt hat, ey, wir sehen uns später wieder. So, seit Corby da ist, seit Okta wieder da ist, seit Arlong zumindest in einem Flashback wieder aufgetaucht ist, seit Sir Crocodile und Buggy und so weiter, seit die alle wieder da mal wieder aufgetaucht sind in der Story, warte ich auf Jin. Ich warte auf fucking Jin. Und es wäre wirklich cool, wenn Jin irgendwie mit dabei wäre, aber ich glaube nicht wirklich dran, weil bisher wurde das noch null angeteasert. Und auch das mit den Zwillings, mit den Geschwistern, mit den Zwillingen zu Katakuri und Big Mom glaube ich auch nicht wirklich. Aber hey, you never know. Oda macht auch solche Ass-Pulls wie, übrigens, hier ist Jinbei und übrigens, Kiyoshiro ist in Wirklichkeit Denjiro und also eine Faxen. Von daher weiß ich nicht. Also im Prinzip kann man sich jetzt sonst was für eine Theorie aus den Fingern saugen als Fan. Was man will, alles könnte sein. Alles könnte möglich sein bei Oda. Und ja, ich bin richtig hyped aufs nächste Kapitel. Ich bin gespannt, wann das nächste jetzt rauskommt. Wie gesagt, Corona ist eine Bitch. Und dann ist Golden Week. Und wir müssen gucken, wann das nächste Kapitel dann wirklich rauskommt. Aber sollte was in der Zwischenzeit, sollte jetzt nächste oder übernächste Woche nichts Neues rauskommen, dann schreibt mir unten in die Kommentare, was für Themen ihr vielleicht für ein neues One Piece Video haben wollt. Für eine kleine Theorie, irgendwelche Sachen, die ich mal erklären soll oder wo ich meine Meinung zu äußern soll. Dann mache ich das sehr gerne. Und ja, wie fandet ihr das Kapitel? Schreibt mir das auch in die Kommentare. Ich freue mich tierisch aufs nächste und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Hause, Bause! Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mir meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.